Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, I2030 gibt es schon, warum also ein Antrag? Ich werde es Ihnen sehr gerne erläutern. Es ist auf jeden Fall, und auch wenn es der ein oder andere vielleicht nicht wahrhaben will, ist es doch so ein Signal an die BrandenburgerInnen, dass wir an den ambitionierten Zielen von I2030 festhalten. Die Koalitionsfraktionen wollen dieses Projekt noch schneller aufs Gleis bringen. Denn I2030 ist ein, und das vergessen manche leider auch zu oft, ein sehr ehrgeiziges Projekt. Die Länder Berlin und Brandenburg und ihre Partner haben sich 2017 zum Start des Projekts echt eine Menge vorgenommen. Nach der Umsetzung von I2030 werden wir ungefähr 6 Milliarden Euro in den Märkischen Sand verbuddelt haben. 6 Milliarden Euro. Man war und ist sich einig, den steigenden Fahrgastzahlen in der Hauptstadtregion, den Bedürfnissen der Fahrgäste und den steigenden Anforderungen an den öffentlichen Nahverkehr zu begegnen, und das tun wir am besten gemeinsam. Gemeinsam wollen wir mit unseren PartnerInnen alle Möglichkeiten der Planungsbeschleunigung nutzen, die I2030-Projekte schnellstmöglich zur Umsetzungsreife zu bringen. Um es ganz klar zu sagen, es geht darum, so schnell wie möglich auf den einzelnen Korridoren mit dem Bau beginnen zu können. In den 90er Jahren wurden aufgrund von Geldmangel, aber auch aufgrund anderer Bedürfnisse, so ehrlich müssen wir sein, einige Strecken stillgelegt. Im Nachgang weiß man immer alles besser, aber jetzt sind wir in der Situation, dass wir mit I2030 jetzt die Chance haben, Menschen wieder mehr über die Schiene zu verbinden. Wir werden Kommunen neu an den Schienenverkehr anschließen, zum Beispiel in meinem Wahlkreis zwei große Kommunen mit über 25.000 Einwohnern, die bisher gar keinen Gleisanschluss haben. Denn wir wissen, die ökologische Verkehrswende funktioniert nur und nur mit einem attraktiven Schienenpersonennahverkehr. In den Nachrichten, liebe Kolleginnen und Kollegen, werden die erreichten Zwischenschritte oftmals nur regional wahrgenommen. Im Dezember 20 Finanzierungsvereinbarung für den Prignitz-Express, da geht es um die Strecke Velten-Krem-Neuruppin. Im Dezember auch im Bahnhof Berlin-Wilhelmsruh die Neuigkeiten des Spatenstichs für die Reaktivierung der Stammstrecke der Heidekrautbahn. Auch touristisch natürlich wirklich sinnvoll. Und im Januar eine Finanzierungsvereinbarung zur Verlängerung der Bahnsteige beim RE1, die große Magistrale von Frankfurt-Oder über Berlin und Brandenburg-Havel bis nach Magdeburg. Es geht also an vielen Stellen vorwärts, und genau das wollen wir auch hier noch mal in Erinnerung rufen. Wer mit der Schieneninfrastrukturprojekten zu tun hat, liebe Kolleginnen und Kollegen, der weiß, sie sind mit echt viel Planungsarbeit verbunden. Und dort, wo noch nicht gebaut wird, könnte der Eindruck entstehen, ein Projekt sei in Vergessenheit geraten. Aber dem ist natürlich bei I2030 nicht so. In diesem Hause gucken wir schon ganz genau hin, wann was passiert. Und sehr geehrte Damen und Herren, wir müssen die Sichtbarkeit dieses Projektes wirklich stärken. Umso mehr wollen wir, dass der Landtag Teil des Prozesses von I2030 sein wird. Wenn wir beim Ausbau des Bahnhofs in KW, ist er gerade nicht da, Wahlkreis des Kollegen Ludwig Schetz, oder bei der Hamburger Bahn zwischen Nauen und Berlin im Wahlkreis der Kollegin Katja Poschmann Fortschritte erzielen, muss davon berichtet werden. Mit mehr Informationen und einer hohen Transparenz bekommt das Projekt I2030 noch mehr die verdiente Aufmerksamkeit. Das bedeutet aber auch nicht nur regelmäßige schriftliche Berichterstattung, sondern auch konkrete Zeitpläne für die Korridore und was ein Erklären dieses riesigen Projektes einfacher macht, den Informationsfluss wirklich zu den Menschen zu bekommen. Denn damit es zügig weitergeht, muss und wird Brandenburg versuchen, so viele Mittel wie möglich aus dem neuen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz des Bundes für unsere Projekte abzurufen. Da bin ich mir ganz sicher. Und es soll natürlich auch geprüft werden, wie mit Sammelfinanzierungsvereinbarungen, auch so ein schönes Wort, die notwendigen Planungsphasen beschleunigt werden können. Insgesamt muss es hier Ziel sein, das System dauerhaft besser finanziell auszustatten. Deswegen gilt auch hier der Appell an die Bundesregierung weiterhin, wie schon in den letzten Jahren und wie schon nach den Brüchen der letzten Jahre. Wir brauchen eine deutliche Erhöhung der Regionalisierungsmittel zur Finanzierung der Verkehrswende. Auch wenn wir wissen, sehr geehrte Damen und Herren, wie ehrgeizig I20 ist, schauen wir schon weiter.
Im Koalitionsvertrag haben wir zusätzliche Ziele zum Ausbau und zur Elektrifizierung der Strecken oder weiterer Strecken vereinbart. Momentan läuft durch das zuständige Ministerium die Abfrage zu Reaktivierungsbedarfen bei den Kreisen und kreisfreien Städten in Hinblick auf den neuen Landesnahverkehrsplan, der in ein paar Jahren in Kraft treten soll. Wir werden auch hier, da bin ich mir ganz sicher, zwar ehrgeizig, aber durchaus auch realistisch. Und bitte bleiben wir dabei realistisch planen. Sehr geehrte Damen und Herren, gemeinsam mit unseren Partnern, dem Land Berlin, dem Verkehrsverbund und der Deutschen Bahn, werden wir I2030 so schnell wie möglich aus Gleis bringen. Es ist das Schieneninfrastrukturprojekt des Jahrzehnts. Das sollten wir nicht vergessen. Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass es auch so behandelt wird.